Und danach folgt die Pressekonferenz, die wir in wenigen Minuten live bei Phoenix übertragen werden. Meine Kollegin Sonja Fuhrmann, sie ist auf der Weltklimakonferenz und sie hat wenige Minuten jetzt, bevor diese Pressekonferenz beginnen soll, ein Interview geführt mit der deutschen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Bei mir ist jetzt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Frau Hendricks, lassen Sie uns ein bisschen Bilanz ziehen. Heute letzter Gipfeltag. Es ist auch Ihr letzter Gipfel als Ministerin. Gab es für Sie ein persönliches Highlight hier in Bonn? Ach, ziemlich beeindruckend war die Rede von einem so etwa 12-jährigen Jungen aus Fidschi. Sicher hat er wochenlang das auswendig gelernt, denn der hat so etwa 8 Minuten lang ganz frei gesprochen und über sein Leben auf Fidschi und das, was er erwartet von den Erwachsenen für sein Land und für die Welt. Und das hat er, finde ich, sehr beeindruckend gemacht. Wie haben Sie die Atmosphäre hier bei diesem Gipfel erlebt? Die Atmosphäre wurde auch allgemein gelobt. Also ich glaube, wir haben hier für eine gute Atmosphäre sorgen können, sodass also wirklich die Menschen gut miteinander umgehen konnten, genügend Raum auch für persönliche Gespräche hatten. Das ist ja immer wichtig, auch für Vertrauensbildung. Und es ist eben auch, es hat einfach alles funktioniert. Das ist ja auch wichtig. Es ist nichts passiert. Es hat alles funktioniert. Die Demonstrationen, die da waren, waren friedlich. Auf einer Demonstration bei einem US-amerikanischen sogenannten Side-Event haben die Menschen aus Protest gesungen und sind dann nach dem Gesang gegangen und haben niemanden weiter gestört oder aufgeregt. Also das war schon sehr gut in der Atmosphäre. Es hat viel funktioniert, das ist, nehme ich jetzt mal als Kompliment an Deutschland als technischen Gastgeber. Es gab aber auch Kritik, muss man sagen. Deutschland würde sich vom Klimaschutz lieber freikaufen, als tatsächlich was zu tun. Wie sehen Sie das? Die Gefahr ist in der Tat vorhanden. Das hören wir von Teilen der Verhandler, die jetzt für die Jamaika-Koalition sich vorbereiten. Aber das geht eben nicht. Natürlich haben wir eine Verpflichtung gegenüber den Ländern des Südens, wir wie alle anderen Industrieländer auch, weil wir ja die Hauptemittenten von Klimagasen sind, also von klimaschädlichen Gasen. Aber wir müssen eben unsere eigenen Hausaufgaben auch machen.